Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Nerdfallmedizin. Ich sitze schon wieder und es ist mir wiederum eine große Freude, zusammen mit Klaus hier. Klaus, wir wollen heute ein bisschen über was Abgefahrenes sprechen. Bist du bereit? Ja, ich freue mich schon drauf. Und zwar, ich habe einen Fall. Fangen wir mal damit an, richtig so ganz klassisch. Der Fall, Klaus, war eine mittelalte Frau, also jetzt nicht sehr alt, aber auch jetzt keine 20 mehr, die kommt in die Notaufnahme eigentlich mit so einer Art Tiersymptomatik. Also die hatte eine Hemiparese, also zwischendrin, und wie sie bei uns war, war wieder alles okay. Die Kollegen der Neurologie haben die gleich erst versorgt oder quasi weiter diagnostiziert. Und dann haben wir irgendwie das EKG in die Finger bekommen und das war mega auffällig. Und dann laufen die Neurologen natürlich mit panisch geweiteten Augen ganz entspannt, cool zu uns und sagen, hey, das sind ganz mega negative Tests, was ist denn da los? Hat jetzt einen Herzinfarkt, eine Aortendissektion oder was auch immer? Und wenn man so ein bisschen genauer die Geschichte erfragt, dann war da immer schon so die Frage, die hat mega viel Stress. Ja? Mhm. Die ist in der Arbeit massiv gemobbt worden. Ja. Also die hat viele, viele, viele psychische Belastungsfaktoren, die man niemandem so wünscht. Klaus, dann die Kombination, mittelalte Frau, mega Belastungssituation, auffälliges EKG, an was denkst du da? Natürlich denke ich da jetzt so an das, was du anmoderiert hast, nämlich ein Takotsubo-Kardiomyopathie. Takotsubo kommt aus dem Japanischen. Die Japaner haben es zuerst beschrieben, 1990 war das. Und das Takotsubo ist das japanische Wort für Tintenfischtopf. Ah, das ist das, wo die irgendwie was gefangen haben, oder? Die haben genau, so die Fischer lassen da Tonkrüge ins Meer runter und da gehen die Tintenfische rein, fühlen sich wohl und zack werden sie hochgezogen und landen im Sushi. Und haben auch Stress. Genau. Oder man kann es auch, was ich fast noch cooler finde, auch Broken Heart Syndrom nennen, oder? Broken Heart, weil eben häufig emotionale Auslöser da sind. Es können aber auch körperliche Auslöser sein, zum Beispiel Operationen und akute Erkrankungen generell. Und es gibt interessanterweise aber auch freudige Ereignisse, die das auslösen können. Okay. Also es gibt auch das Happy Heart Syndrom. Aber es geht den Leuten trotzdem nicht so gut. Danach dann nicht mehr. Ja. Okay. Jetzt, du hast gerade gesagt, also eher belastende Ereignisse, aber auch gute Ereignisse, nennen wir es mal so. Wer kriegt denn dieses Takotsubo oder diese Takotsubo-Kardiomyopathie? Also in Europa sind es mehr Frauen im mittleren Alter, so um die 60, vielleicht ein bisschen älter. Männer kriegen es deutlich seltener. In Japan interessanterweise aber mehr Männer. Echt? Ja, es sind wirklich Unterschiede. Und was ist das eigentlich? Also was passiert da in den Patienten? Und Takotsubo ist letztendlich eine Kardiomyopathie, wo du eine vorübergehende, meist doch deutliche Einschränkung der Pumpfunktion des Herzens, sowohl systolisch als auch diastolisch, hast. Und zwar mit einem typischen Verteilungsmuster der Wandbewegungsstörung, was nicht so typisch jetzt wie bei einem Herzinfarkt auf ein Versorgungsgebiet einer Koronararterie beschränkt ist, sondern eben meist eben an der Spitze vom Herzen ist, aber umgreifend eben auch zur Hinterwand. Und deshalb, die Kardiologen nennen es meist Apical Ballooning Syndrome, so, weil so eben in der Systole, wo das Herz ja eigentlich zusammen sein sollte, eben die Herzspitze eben weiterhin außen vor bleibt und überhaupt nicht pumpt. Deshalb wäre ein apikaler Spitzenballon quasi. Okay, wir haben ja auch da ein gutes Beispiel-Echo, wo man schon sieht, wie das Herz da einfach, wie viel schlechter das schlägt und wie eben an der Herzspitze diese Veränderung da, wie man die besonders gut sieht. Okay, das heißt, die haben eine schlechte Pumpleistung. Das heißt, die haben dann eine Symptomatik wie bei einer Herzinsuffizienz, kann ich mir das so vorstellen? Genau, die Patienten stellen sich meist vor wegen Thoraxschmerz, also das ist eine der Differentialdiagnosen des ACS. Ja. Die haben auch EKG-Veränderungen, können Hebungen, T-Negativierung haben, die werden im Verlauf im Labor auch einen Trop entwickeln, ganz klar. Ansonsten ist Atemnot und Synkope sind so die häufigsten Präsentationen. Und die Variante bei der, irgendwie mit dieser Tiersymptomatik? Genau, und bei dieser Patientin mit dem auffälligen EKG und dieser Tiersymptomatik, da wissen wir, dass eben so Takotsubo-Krankheitsbilder bei neurologischen Erkrankungen eben häufig sind. Also die hat quasi zwei Trigger. Ja? Die hat als Trigger den emotionalen Stress und hat als Trigger aber auch noch zusätzlich jetzt diese Tiersymptomatik. Okay, und dann kommt beides zusammen und dann geht es irgendwie los. Jetzt hast du schon gesagt, die können ziemlich viel haben, ne? Also Brustschmerz, Synkope und so weiter.
Wie diagnostiziere ich das dann eigentlich? Mhm. Oder ist das was, was man erst nach 4 Wochen kardiologischer Spezialbehandlung erkennt? Also letztendlich muss man sagen, wie immer in der Notfallmedizin, denk an die schlimmsten Sachen zuerst. Und natürlich ist das, woran ich als erstes denke, wenn ich höre, auffälliges EKG, plus minus Thoraxschmerz, Tropferhöhung und Neurosymptomatik, hat die vielleicht einen Herzinfarkt? Ja. Und im Rahmen des Herzinfarktes ein thromboembolisches Ereignis und deshalb die TIA. Das dann noch oder, dazu. Okay. Aber ist es unser berühmtes Thoraxschmerz plus? Da sind wir natürlich wieder bei der Aortendissektion. Unser Dauerbrenner. Deshalb, das sind schon die Erkrankungen, die ich als erstes abhaken würde. Und da hilft mir natürlich neben Anamneseuntersuchung auch ein Bedside-Echo sehr schnell. Okay. Ja? Und wenn ich dann im Echo dann eben so Normweite Aorta sehe, kein Anhalt für eine Dissektion und eben so dieses typische Bild, dieses Apical Ballooning, dass eben die Spitze überhaupt nicht pumpt, dann denke ich zwar an den Takotsubo, aber selbst wenn man ganz gut schallen kann, da muss man trotzdem sagen, kann ich es mir wirklich leisten, eventuell einen apikalen Infarkt zu übersehen, sprich im Zweifel, wenn da auch noch eine Klinik da ist und EKG-Veränderungen, werden die Patienten auch akut kathetert. Okay. Einfach weil man den Riva-Verschluss, der ja manchmal auch so über die Spitze runterläuft, dass er auch die Hinterwand versorgt, nicht übersehen darf. Okay, also für mich, wir machen eigentlich Standard Notfallmedizin, wir schauen die Patientin an, die kriegt ein Labor, wenn wir jetzt vermuten ACS, kriegt die die Kardiountersuchungen, also Troponin zum Beispiel, die kriegt ein EKG frühestmöglich und wir denken zwar vielleicht bei einer entsprechenden Hintergrundgeschichte daran, es könnte sowas sein, aber die gefährlichen Sachen, Herzinfarkt, Aortendissektion, die müssen vorher sein und ein Tool, das uns da sehr weit hilft, ist das Echo. Ganz klar. Genau. Okay. Und in den Standarduntersuchungen, wenn ich das noch kurz ergänze, ist es so, dass die Patienten mit einem Takotsubo versus Myokardinfarkt, die haben häufig sehr schnell T-Negativierungen. Okay. Die entwickeln einen Trop und im Vergleich zu dem Trop, was sie entwickeln, relativ wenig CK. Also nicht so diese typische CK-Trop-Kinetik, die man vom Infarkt kennt, was weiß ich, Trop 0. 0,4 und CK 400, so ist bei unseren Normwerten ungefähr, dass das so immer einhergeht, sondern die haben wenig CK bei doch deutlichem Drop. Und sie haben schon am Anfang, das ist auch ganz typisch, relativ viel BNP oder NT-proBNP, weil eben die Pumpfunktion schon auch meist so mittelgradig eingeschränkt ist oder sogar hochgradig eingeschränkt ist. Ja, es ist schon, also ich finde, wenn man das erste Mal auf so ein Herz draufschalten, dann sieht, wie sich das dann nur so zuckend bewegt, da rinnt seinem kurz kalten Rücken runter. Das Coole ist, dass das meist sich wieder erholt. Also die Patienten sind akut durchaus krank, die können Rhythmusstörungen kriegen, genauso wie ein Myokardinfarkt, die können einen kardiogenen Schock entwickeln, die können auch apikale Trompen entwickeln. Jetzt die Frage, was ist, wenn es denen schlecht geht? Also wenn die jetzt zu uns in die Notaufnahme kommen, was haben wir überhaupt für therapeutische Optionen? Also was, also außer mal, Herztransplantation für ein paar Wochen? Gut, das erster Schritt brauchen wir hoffentlich nicht. Klären Sie für die Herzen. Rein primär wieder, wir haben den STEMI ausgeschlossen, wir haben die Akutkure gemacht. Okay. Ja. Dann schauen wir, Rhythmusstörungen behandeln wir wie immer. Und wenn der Patient einen kardiogenen Schock hat, dann werden wir den Patienten intensivmedizinisch behandeln, wobei die Katecholamine, die wir sonst bei einem kardiogenen Schock gern einsetzen, wahrscheinlich kritischer zu bewerten sind als jetzt im normalen kardiogenen Schock, weil ja bei der Pathophysiologie des Takotsubo ja wahrscheinlich so ein Katecholaminsturm, ein Exzess von endogenen Katecholaminen wohl das Entscheidende ist. Und wahrscheinlich ist es nicht so toll, dem Patienten noch zusätzlich Katecholamine zu geben. Und häufig haben die nämlich auch so ein HOCM-artiges Bild. Das heißt, die werden unter Katecholaminen eventuell sogar schlechter. Also da braucht man vielleicht wirklich, wenn die wirklich schlecht sind, ein mechanisches Unterstützungssystem. Also da fällt mir jetzt ein ECMO oder irgendwelche anderen oder Impeller, so diese Sachen. Pumpverfahren und sowas. Ja. Okay. Das heißt, die sind dann wirklich, wenn die schwer krank sind, können die in ein großes Zentrum, die eben sowas machen können. Ja. Also zusammengefasst, das ist was relativ selten ist, deutlich seltener als jetzt der Myokardinfarkt, ist aber eine der möglichen Differentialdiagnosen
Und die Patienten haben zwar eine relativ hohe Mortalität, also wir müssen auf die gut aufpassen, die können schon schwer krank sein, aber die haben halt auch noch die Chance, dass sie komplett gut wieder rauskommen. Genau. Und deshalb müssen wir es gleich doppelt irgendwie ernst nehmen. Wichtig ist, und ich glaube, das hast du vorher gesagt, deshalb betone ich es jetzt nochmal, wenn wir vermuten, es könnte ein ST-Hebungsinfarkt sein, dann schließen wir den auch mal aus. Dann kriegen die jetzt eine Choro. Auch wenn man sagt 60-40 Takotsubo, dann möchte ich die 40% nicht riskieren, dass es doch was ist. Ja. Und das gehört eigentlich auch zur Definition vom Takotsubo, dass eben diese Wandbewegungsstörung, dass die eben über ein normales Koronarversorgungsgebiet hinausgeht, beziehungsweise eben auch eine KHK ausgeschlossen ist. Das gehört wirklich zu den Diagnosekriterien vom Takotsubo eben auch dazu. Man sollte eigentlich auch ein Pheochromozytom ausschließen. Man muss auch immer bei den Patienten mit einer Neurosymptomatik dran denken, dass so Takotsubo-artige Krankheitsbilder gerade auch bei den Hirnblutungen auftreten können. Da also auch immer hellhörig sein. Ich hoffe, ihr habt einen kurzen Einblick in das Thema Takotsubo oder mein Homie-Name Broken Heart Syndrome erlangen können. Danke, Klaus. Gerne. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch kein gebrokenes Heart. Happy Heart. Ein Happy Heart, ein Happy Heart. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr vielleicht Fälle dazu habt oder irgendwelche Ideen, Vorschläge, Kritik und so weiter, gerne an uns. Wir leiten auch die ganzen komplexen Fragen an den Klaus weiter, weil er das unbedingt möchte. Genau, da kriegt er auch gleich einen Tag dazu. Gerne, her und, damit. Und wie sonst gilt, wie immer, teilen, liken und so weiter. Ja. Ja, bis bald, liebe Leute. Wir sehen uns wieder bei Nerd von Medizin. Ciao. Ciao.